Herzlich willkommen zum heutigen Webinar mit dem Thema Journey Mapping bei iGraphics. Heute wird sie meine Kollegin Katrin durch das Webinar führen. Sie ist Pre-Sales Consultant für die Region EMEA und als Schnittstelle zwischen Technik und Sales versucht sie stets, die technischen Möglichkeiten von iGraphics in einer verständlichen Form zu präsentieren. Nach nur wenigen Einführungsfolien steigen wir direkt ins Tool ein, um uns verschiedene Modellierungsbeispiele, eine Journey Map anzusehen und wie die Verknüpfung mit internen Prozessen erfolgen kann. Abschließend werden wir die Auswertungsmöglichkeiten betrachten, um so zukünftige Insights für eine Optimierung zu generieren. Sie sind alle stumm geschalten und können aber destotrotz Ihre Fragen stellen. In das unten eingeblendete Fragenfenster können Sie im Laufe des Webinars die Fragen eintippen. Sie können auch einen Haken setzen, anonym oder nicht anonym. Es ist Ihnen überlassen. Am Ende des Webinars werden wir Ihre Fragen aufgreifen. Wir planen ca. 30 Minuten für das Webinar und 15 Minuten für die Fragen ein. Den Link zu der Aufzeichnung des Webinars werden wir Ihnen nach dem Webinar zusenden und in diesem Zusammenhang werden wir offene Fragen klären. Das ist von meiner Seite und ich übergebe an Katrin. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Webinar. Hallo und ein herzlich willkommen auch von mir und ein Dankeschön an Irina für die nette Einführung. Würde ich sagen, legen wir auch direkt mal los. Zuerst einmal kurz zu uns. Wir sind 1991 gegründet und Innovationsvorreiter seit dieser Zeit und haben auch die Begriffe wie Swimlanes und Was-wäre-wenn-Analysen mitgeprägt. Wir sind in über 80 Ländern mit unseren Partnern aktiv und zu unseren über 10.000 Kunden zählen stolze 2/3 der Fortune 100 Unternehmen dazu. Mit unseren Kunden gehen wir auch langjährige Partnerschaften ein und sind bis heute auch Innovationstreiber im Bereich Geschäftsprozessmanagement, auf das wir uns spezialisiert haben. Dabei haben wir auch berücksichtigt, dass es sowohl für den normalen User-Anwender einen schnellen Einstieg und einfache Nutzung gibt, als auch Individualisierungswünsche und erweiterte Funktionalitäten, wie zum Beispiel unsere Expertensimulation, auch bei der wir Marktführer sind, ebenso schnell und einfach möglich sind. Gerne lassen wir auch unsere Kunden direkt sprechen. Wie man hier sieht, sind wir branchenübergreifend vertreten und insbesondere unsere Schnelligkeit und Flexibilität in der Handhabung wird von unseren Kunden immer wieder sehr wertgeschätzt. Wir haben einen ganz einheitlichen Ansatz bei unseren Lösungen. Das heißt, im Kern haben wir unsere zentrale iGraphics-Plattform und dieses Webportal nutzen ja, viele um Zeit und Transparenz zu gewinnen. Und dies kann auch individuell auf Ihre eigenen Bedürfnisse angepasst werden. So können Sie weitere Module hinzunehmen und aktivieren aber immer nur so viel, wie Sie am Ende tatsächlich nutzen. Denn nicht jeder braucht zum Beispiel eine SAP-Integration. Im Bereich Risikomanagement sind wir mit unseren Entwicklungen von Rope Vorreiter. Hierbei verknüpfen wir das Risiko mit automatisierten Workflows. Und auch die Experten unter Ihnen können von der leistungsstarken Prozesssimulation auf dem Markt Gebrauch machen. Da sind nicht nur Standardwerte, sondern auch detaillierte statistische Formeln, wie von Bernoulli über Normalverteilung ist dabei alles vertreten, was sich ein Statistiker nur wünschen kann. Trotzdem ist es auch von der Bedienung sehr einfach. Wir haben eine Masterandin gehabt, die mithilfe der Simulation eine Produktionsverkürzung von 40 auf 20 Tage umsetzen konnte. Also können Sie sich vorstellen, sie wurde direkt nach der Masterarbeit von dem Unternehmen dann noch eingestellt. Nun zu Journey Mapping. Wie bei unserem Hauptkern Prozessmanagement verfolgen wir in dem Tool auch beim Journey Mapping einen vollumfänglichen Roundtrip-Betrachtung. So wird eben nicht nur ein Bild gemalt, sondern direkt in die Prozesslandschaft mit Beziehungen eingebettet, sodass nicht nur Performance gemessen und Risiken erfasst werden können, sondern auch wirklich die langfristige Optimierung mit Hilfe von eben diesen Schwachstellenanalysen vorgenommen werden kann. Gleich steige ich jetzt live ins Tool ein, in dem wir uns eben die Möglichkeiten ansehen werden, wie Journey Maps in iGraphics erfasst werden können. Vielleicht ist Ihnen auch aufgefallen, dass wir hier nicht nur von Customer Journey Maps sprechen. Dies hat den einfachen Hintergrund, dass wir nicht nur auf Customer Journey Maps beschränken, das Ganze, sondern dies offen gestaltet haben, sodass selbst Partner, Mitarbeiter und Produktjourneys bei uns modelliert werden können. Beispiele hierzu werden wir uns auch gleich live anschauen.
Und damit es eben nicht nur bei schönen bunten Bildern dann bleibt, werden die Journey-Momente mit Objekten und internen Unternehmensprozessen und Risiken verknüpft. So können eben dann auch die ganzen Analysen erfolgen und die Custom Experience kontinuierlich verbessert werden als beständiger Teil des Unternehmens. Jetzt sind wir hier live bei uns im Tool drinnen. Ganz klassisch vom Prozessmanagement her wäre eben ein Einstieg im Prozesshaus, in dem verschiedene Ebenen verfügbar sind. Wir haben hier die Prozesse die Kernprozesse in blau, die Management in grün und die Unterstützungsprozesse. Und man kann hier eben als Einstiegsseite sich durchnavigieren in verschiedenen Ebenen, um dann am Ende auch auf ein Prozessdiagramm zu kommen, indem man auf der Seite hier noch die weiteren logischen Informationen zu diesem Prozess erhält. Diejenigen unter Ihnen, die unser Tool schon kennen und vielleicht auch nutzen, erkennen das bestimmt auch wieder. Aber statt sich jetzt eben nur auf die internen Prozesse und wer dafür verantwortlich ist, welche Systeme dafür genutzt werden und Strategien erfolgen, kann man eben jetzt auf diese Sichtweise wechseln. Und so gehen wir jetzt einfach mal in die Sicht einer Journey rein. Das heißt, statt jetzt zu gucken, wie jetzt mein Prozess abläuft, haben wir jetzt die Persona hier. Das ist unsere Mary, die einfach diese Journey jetzt hier durchgeht. Wir haben eine B2B-Customer-Journey und eben auch mit den Informationen, worum es sich bei dieser Journey handelt, was das Ziel von Mary ist, welche Momente sie Schritte durchschreitet auf dieser Journey. Gleichzeitig kann man eben aber auch die eigenen Strategien noch mit dazu verknüpfen und Ziele, aber auch erfassen, was ist jetzt unser Hauptrisiko und welche weiteren Skills braucht man, um eben diese Journey mit zu unterstützen von unserer Mary und halt auch eine Zufriedenheitsmessung, wie es ihr dabei ergangen ist. Das wäre jetzt einmal zur Journey an sich, aber man kann dann eben auch in die einzelnen Schritte reingehen, schauen, okay, welche Touchpoints werden eben bei dieser Recherche genutzt, wie sind hier meine Kennzahlen dazu und kann so die einzelnen Schritte durchgehen, auch Risiken erfassen und mir dann betrachten, wo meine vielleicht Erfolge oder auch Probleme bei der ganzen Geschichte sind und kann dies Ganze durchschreiten. Das ist jetzt hier eben in dieser Übersicht, kann auch hier in dieser Übersicht eben auch schon die Informationen mit einblenden lassen. Also wenn ich jetzt sage, bei der Recherche haben wir unsere Google Analytics Traffic, kann ich das Ganze eben auch direkt in dieses Diagramm mit einblenden lassen, um das dann hier mit sofort zu sehen und zu erfassen. Das ist jetzt aber eigentlich auch unser Übersichtsdiagramm. Statt hier das Ganze noch weiter zu modellieren, haben wir eben die Möglichkeit, direkt ins Storyboard zu gehen. Ich werde das einmal kurz rauszoomen, dass man das in Gänze sieht. Hier werden jetzt wirklich die Schritte im Detail nochmal angeschaut. Hat man die Möglichkeit, visuell die einzelnen Punkte darzustellen. In dem grünen Bereich haben wir die Kundensicht, die eben die vier Phasen hier durchläuft in der Journey. Das heißt, von der Bewusstseinsphase über die Überlegung zur Konvertierung bis hin eben zum Erhalt, aber auch dazu dann im unteren Bereich, hier in Grau, unsere internen Prozesse dazu. Das heißt, in der Betrachtung eben gespiegelt in diesem Moment von vielleicht Recherche, welche internen Prozesse laufen hier, in dem Falle Leads erzeugen, ab und hat da auch nochmal die Möglichkeit, wirklich zu trennen zwischen, was ist aus Kundensicht das Risiko vielleicht auch für den Moment und was kann an internen Prozessen vielleicht da schiefgehen oder gemessen werden oder auch Dokumente verwendet werden. Und so hat man eben die Verknüpfung, dass man wirklich einmal sich in die Schuhe begibt von dem Kunden. Hier haben wir auch in den einzelnen Momentbeschreibungen eben auch die Ich-Sätze in der Sicht des Kunden, um wirklich zu sehen, wie sieht er das Ganze, was ist ihm tatsächlich dabei wichtig in diesem Moment,
Wir haben auch noch die Unterstützung hier, dass die einzelnen Begrifflichkeiten über unser Glossar auch nochmal eingegeben wurden, dass man gucken kann, was ist ein Moment, was ist ein Touchpoint-Definition oder auch ein Moment of Truth, das eben hier auch mit markiert und abgebildet werden kann. Kommt eben aus dem Marketing und werden nochmal spezielle Momente, die ausschlaggebend sind für die Journey, dadurch markiert. Und so kann man eben die ganzen Schritte gestalten, auch eben mit erfassen, wo sind vielleicht aus der Sicht des Kunden eben die Risiken. Das heißt, ein Kunde würde eben sagen, vielleicht auch in einer Webdemo, ich habe zu viele Informationen bekommen oder zu wenig oder nicht das Richtige, was tatsächlich jetzt eben kritisch ist für den Moment, aber nicht unbedingt für den internen Prozess. Der interne Prozess geht eher darum, funktioniert vielleicht gerade meine Software, habe ich meine Präsentation dafür. Wir haben zum Beispiel auch ein Dokument, das uns bei dieser Arbeit unterstützt und kann so das Ganze durchgehen und wirklich nochmal zu erfassen, wie die Situation ist, um so dann durch die ganzen Themen durchzugehen. Man sieht auch dann recht schnell hier in dem Beispiel, dass wir auch tatsächlich für uns mal dann angefangen hatten, wo Lücken sind und da vielleicht nochmal nachzuarbeiten, welche Momente vielleicht noch nicht betreut sind oder wo ein Kunde rausfällt, dass man ihn dort dann wieder auffangen kann. So hat man eben die Gesamtübersicht in dem Ganzen, hat hier auch wieder die Verknüpfung von der Journey mit der ganzen Logiken dabei in der Übersicht und kann auch hier nochmal in die Einzelmomente reingehen. Hier sehen wir auch, dass wir jetzt für den Fall auch gesagt haben, okay, dieser eine Spezialfall ist wirklich von der E-Mail-Quise Homepage Webdemo gegangen, hat aber an sich eben von der Möglichkeit her mehrere verschiedene Touchpoints gehabt. Die Modellierung dann an sich, haben wir jetzt hier das Prozessdiagramm und hier das Objekt Customer Journey. Wenn ich da jetzt reingehe, sehen wir hier im Repository haben wir oben die Objektwelt. Das heißt, neben unseren Strategien, Anforderungen für ISO-Normen und in Prozessen haben wir jetzt eben einen speziellen Katalog für die Journeys. Und in dem unteren Bereich haben wir die Diagramme und Dokumente, die dazu abgelegt sind. Wenn wir jetzt uns also die Journey hier anschauen, haben wir direkt in der Übersicht wieder die Persona von dieser Journey, die Momente dazu. Man kann aber hier auch die weiteren Beziehungen definieren und riesigen KPIs etc. Strategien hinterlegen. Kann dann eben auch, wie man das dann bei uns über weitere Themen kennt, auch direkt rüberziehen, wenn man sagt, okay, das Ziel ist hier noch nicht dabei. Man sieht, das wird auch direkt gehighlightet, wo es dann noch Sinn macht, kann ich mit aufnehmen. Und das erscheint dann eben auch direkt in der Gesamtübersicht vom Diagramm und kann das Ganze so weiter betreuen. Hier sehe ich dann auch beschrieben von die Diagramme, die damit vernetzt sind, wo das Ganze dann eben auftaucht. Also unser Einstiegsdiagramm. Hier haben wir das Storyboard, was wir uns eben angeschaut haben. Aber es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel auch solch ein Diagramm zu zeichnen, um so verschiedene Varianten, Darstellungsmöglichkeiten zu zeigen. Also hier in dem Fall eben mit einem Hintergrundbild. Aber egal, welche Darstellungsform ich wähle, ich habe hier dann eben direkt diese Informationen und eben auch zum Beispiel das extra Ziel, das ich jetzt nochmal reingenommen habe, kann ich dann eben auch direkt hier einsehen. Ich hatte Ihnen versprochen, nicht nur Customer Journeys. Im Journey Mapping haben wir hier eben auch neben der B2B-Customer auch den B2C-Bereich. Also jemand, der, hier haben wir die Anna, die sich eben einen Laptop kaufen möchte mit Tablet, extra Tablet-Funktion und geht dann hier durch diese Journey durch. Habe hier wieder die Möglichkeit, mir das Ganze anzuschauen, was für eine Journey das ist, welche Momente genutzt werden. Hier wurde eben nochmal Wert auf die Touchpoints gelegt, kann aber auch noch Themen reinnehmen, wie in dem Falle mit der Bewertung, war sie gut, war sie schlecht, um hier den Net Promoter Score eben mit zu erfassen.
den ich dann hier auch die Messung sehe. Und wie wir das eben hatten, kann ich das auch hier direkt mit einblenden lassen oder für die Übersicht erstmal so an Informationen behalten. Für den Mitarbeiter haben wir in dem Falle jetzt ein Beispiel, das sich mehr an dem BPM-Notation orientiert, also ein bisschen straightforward. Wir haben hier dann eben die verschiedenen Touchpoints, die bei der Jobsuche erfolgen können, die eben der Bewerber mit dem Unternehmen in Kontakt kommt und durchläuft hier seine verschiedenen Steps, eben sogar hier dann mit Gateways und auch den Informationen, wie dem Bewertung im Nachgang, gerade über das Kununu-Portal, heutzutage immer wichtiger, bis zur Arbeitsbeginn und Einarbeitung. So kann man eben auch die ganzen Schritte mit darstellen. Beim Partner ist auch nicht außer Acht zu lassen, auch hier sich mal die Journey anzuschauen, wie man tatsächlich vom ersten Kennenlernen, vom Vergleichen des Portfolios über die Aushandlung, wie eine gute Synergie erfolgen kann, Partnervertrag bis zum Kickoff. Und auch hier in der Journey können dann eben die weiteren Elemente erfasst werden, vielleicht auch Dokumente und Schulungsmöglichkeiten, dass hier dann eben alles für Partner vorbereitet ist. Und auch das Produkt geht tatsächlich auch seine Journey von eben der ersten Idee über die Erschaffung bis hin eben zur Marktreife, vielleicht auch eben Aktualisierung am Ende wieder zu den neuen Ideen. Und so kann man auch hier die verschiedenen Momente durchgehen, sich anschauen oder auch haben wir hier eben den Ansprung zur Marktreife. Da kommt natürlich auch irgendwann der Punkt des Kunden hinzu. Und hier haben wir auch die Verknüpfung zurück eben wieder zur Customer Journey unseres Kunden vom Anfang. So schließt sich auch so ein bisschen wieder der Kreis. Wir sind hier wieder in der Übersicht von dieser Journey. Gibt verschiedene eben Gestaltungsmöglichkeiten. Kommt immer auch darauf an, was genau man sich ansehen, betrachten möchte. Und hat hier dann aber gleichzeitig auch die Funktionalitäten, wie man das sonst von unserem System kennt. Das heißt, ich kann Kommentare einfügen. Ich kann mir die verschiedenen Sprachen hier auch modellieren. Das heißt, wenn ich jetzt einmal auf Englisch wechsle, dann ist auch meine Research, also meine Recherche zu Research geworden, Reference Offer, und habe hier dann wirklich die Informationen dann weiter auch auf in weiteren Sprachen. Genauso ist es eben auch von der Modellierung her, dass ich hier die verschiedenen Paletten habe, verschiedene Designs, die ich nutzen kann und per Drag and Drop dann zeichnen. Und auch unsere Revisionssicherheit wieder, dass wir im Verlauf haben, wann was geändert wurde, man das Ganze auch vergleichen kann und so dann eben sich einen Überblick verschafft, wie sich vielleicht auch Journeys verändern können, welche Möglichkeiten, was passiert ist in der Zeit und hat so dann eben auch eine visuelle Unterstützung, was dort passiert, wie sich das über den Zeitverlauf auch ändern kann, kann man sich auch nebeneinander anzeigen lassen. Also alle Grundfunktionalitäten, die wir sonst im Prozessdiagramm haben, haben wir auch hier mit dabei, inklusive auch einer Liste der verschiedenen Änderungen, die eben auch sortiert werden kann. Und auch Verfahren, das heißt auch hier können wieder das Ganze in die Freigabe über Prüfungsverfahren gegeben werden. Also hier sehen wir auch, dass wir gerade einen Arbeitsentwurf haben und kann eben das Ganze in die Freigabe geben, bestimmen, wer eben als Customer Experience diese Journey im Blick hat und freigibt. Und kann so dann eben die Verfahren starten und bearbeiten. Das Ganze ist jetzt natürlich erstmal von der Objektanlage und Visualisierung gewesen. Aber gerade die Themen, die wir hier hatten mit den Kennzahlen, kann man eben auch in die Auswertung gehen. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeiten, uns die Berichte anzusehen. Also nicht nur ein Steckbrief, der uns einen Gesamtüberblick gibt zu diesem zur Journey.
das wäre hier unter dem Process Narrative, sondern auch eben einen Überblick. Das heißt, in dem Überblick haben wir auch die verschiedenen Journeys, welche Momente und Touchpoints sie haben, in dem Fall eben mit welchen Zielen und Möglichkeiten diese noch verknüpft sind. Man kann aber auch dann auswerten, wie in dem Falle die Momente mit ihren KPIs, als auch die internen Prozesse zu diesen Momenten auch wieder mit ihren KPIs, um da eben eine Übersicht zu bekommen, wie es um diesen Prozess steht, als auch dann in weitere Übersichten zu gehen, überhaupt erstmal einen Eindruck zu bekommen, wo sind die Überschneidungen von meinen internen Prozessen mit den Momenten, und kann das auch jederzeit herunterladen. Also alle diese Berichte sehen wir hier, kann man herunterladen und dann weiter bearbeiten in Excel oder auch ausdrucken. Hier haben wir eben die B2B-Customer-Journey vom Anfang, auch nochmal die Momente nochmal detaillierter aufgelistet. Wir sehen hier, welches ist mein Moment of Truth, welche Touchpoints hier mit unterstützen, Messungen oder Risiken dabei sind, was mich auch eben zum Risiko bringt. Das heißt, wir haben hier auch die Möglichkeit, die Risikomatrix zu nutzen und sehen, welche Momente eben noch mit einem sehr hohen Risiko behaftet sind, wo ich vielleicht auch noch nicht ausreichend Gegenmaßnahmen habe, um das Ganze wieder zu reduzieren. Und man sieht, ich kann hier dann auch in diese einzelnen Moments auch wieder reinspringen und ist das Ganze eben verknüpft und sehe, hier bin ich wieder bei meinem Objektkatalog, der Journey, und kann da dann damit weiterarbeiten. Und sehe auch hier, haben wir das Risiko und noch keine risikoreduzierenden Maßnahmen in Kraft gesetzt. Und so kann ich das Ganze dann eben mir ansehen und auswerten und bearbeiten. Als Gesamtübersicht für den Einstieg, also statt eines Prozesshauses, kann man eben auch ein Dashboard wählen. Und für den Customer Experience Manager kann dann hier direkt in dieser Übersicht sehen, wir haben hier einen CSI-Index, einen Customer Satisfaction Index als erstes. Ich sehe hier nochmal meine einzelnen Momente, auch die Journey Performance, in die ich nochmal reinklicken kann, um zu sehen, okay, meine Gesamtperformance gerade auf gelb. Wo hängt es denn gerade? Welche Zahlen sind gerade nicht ganz so positiv? Und kann mich dann hier eben reinklicken und das Ganze dann eben noch näher betrachten und analysieren. Und das Dashboard ist auch sehr frei gestaltbar. Hier haben wir auch nochmal die Gesamtübersicht, in die man sich reinklicken kann, als auch der Bericht der einzelnen Momente, die mir da auch nochmal Navigationshilfe geben. Das kann man auch jederzeit nochmal mit eigenen Gadgets individualisieren und optimieren. Und so habe ich dann eben diese kontinuierliche Verbesserungsanalysemöglichkeit, um stets dem Kunden das Beste am besten zu ermöglichen. Springe ich zurück in die Folien. Und das heißt, hier sehen wir dann eben nochmal Overview mit dem Storyboard. Und so kann man dann eben, hat man die Möglichkeit der Gestaltung einer Journey Map angesehen und wie diese in diese gesamten Prozessstruktur des Unternehmens eingebettet werden kann. Hierbei haben Sie eben die volle Flexibilität, je nach Branche oder auch Bereich, den Sie betreuen, auf Ihre persönlichen Bedürfnisse angepasst eben zu gestalten. Das Ganze, so wie wir das jetzt gesehen haben, ist bei uns in der Cloud verfügbar. Also Graphics bietet an sich verschiedene Bereitstellungsoptionen. Die neuesten Features aber, wie zum Beispiel das Journey Mapping von heute, stehen jedoch nur in der Cloud zur Verfügung. Der Vorteil an der Cloud ist allgemein aber damit, dass eben ohne eigenen Aufwand die Aktualisierung erfolgen und somit jederzeit eben die neuesten Updates automatisch verfügbar sind und so eben das Neueste immer genutzt werden kann, ohne dass man auf die eigenen Update-Ressourcen zugreifen muss.
Wir werden oft gefragt, auch wie lange man braucht für einen Start. Also Sie können natürlich sofort starten oder auch wie zwei Kunden von uns, Marpal und Navis, noch von unseren Consultants und Individualisierungsangebot Gebrauch machen, damit eben alles entweder im Look and Feel dargestellt ist oder auch nochmal ein Auffrischungskurs eben in Prozessnotation und auch Journey-Standards erfolgt. Und selbst dann sind Sie eben auch durchaus schon nach einer Woche startklar mit einem Set-Ansatz bereit. Ja, dass es sich lohnt, haben jetzt schon auch viele unserer Kunden die Erfahrung gemacht. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, dass Sie noch Ihre Fragen stellen und übergebe jetzt erstmal an Irina wieder. Vielen Dank, Katrin. Jetzt kommen wir zu den Fragen. Die erste Frage lautet, können auch Modelle wie Business Model Canvas abgebildet werden und gibt es Verbindungen zur Customer Journey? Ja, das ist tatsächlich möglich. Ich habe auch schon ein schönes Modell bei unseren Consultants gesehen, die das in einem Projekt gerade mit einem Kunden von uns gemeinsam modelliert haben. Das kann man wunderbar verknüpfen. Okay. Gibt es eine Test- oder Evaluierungsoption bei iGraphics? Ja, das gibt es tatsächlich. Haben wir auf der letzten Folie nochmal die Einladung dazu. da gehen wir gerne nochmal den Link durch. Können Sie kostenlos eine Testevaluierung durchführen. Gibt es auch einen Testzugang zu iGraphics schon? Das ist, kann auch das Business Model von... Ups. Die Frage ist verschwunden. Dann kommen wir zu der nächsten Frage. Kann ich auch eigene Shapes für die Customer Journey verwenden? Ja, die Shapes können tatsächlich individualisiert gestaltet werden. Also können Sie reinnehmen Ihre eigenen Farben oder auch Formen. Wir hatten auch eine Journey gesehen, die ja die Karte im Hintergrund hatte. Das heißt, Sie können also auch wirklich größere Hintergrundbilder bis zu eigenen Shapes alles individualisiert mit reinnehmen und gestalten und auch eben als Vorgabe geben, dass nur mit Ihren eigenen Unternehmens-Shapes modelliert wird. Okay. Und gibt es von iGraphics auch Best-Practice-Beispiel für die Journey? Ja, wir haben tatsächlich auch Best-Practice-Beispiele, die mitgeliefert werden. Gerade in dem Fall, das wir eben hatten mit Canvas, da sind unsere Consultants unterstützen da auch gerne, dass wenn über diese Best-Practice-Beispiele auch gerne im Workshop ihr eigenes modelliert, also sage ich mal, der Rahmen festgesetzt wird, helfen die da sehr gerne dabei. Okay. Kann das BPNM Konversationsdiagramm oder das Kollaborationsdiagramm mit der Customer Journey verbunden werden? Ja, diese Verknüpfung ist möglich, so wie wir gerade vorhin von der Produkt-Zyklus-Journey in die Overview-Journey gesprungen sind, kann man das genauso in weitere Prozessdiagramme machen. Wir hatten auch in der Overview gesehen, dass man da dann die internen Prozesse dazu hat. Also diese ganzen Verknüpfungen, das ist nämlich genau das, was wir unterstützen und mit auch visuell verknüpfen kann. Okay. Und die letzte Frage, kann man mit Journey Mapping erstmal anfangen und dann erst später Prozessmanagement hinzunehmen? Ja, also Journey Mapping ist schon Standard-Tool enthalten. Das heißt, auf der Plattform direkt mit dabei. Sie können da auf jeden Fall erstmal mit dem Journey Mapping loslegen und dann peu à peu den ganzen Prozessmanagement und auch Compliance-Themen dazu nehmen. Also die Reihenfolge können Sie da absolut frei selbst bestimmen und einfach starten. Vielen Dank an alle. Vielen Dank, Katrin, für die Antworten und vielen Dank an die Teilnehmer, dass sie einfach dabei waren. Und wenn Sie sich für andere Webinare oder Events interessieren, besuchen Sie bitte unsere Webseite.
Und wir möchten gerne Sie zu einem Event einladen. In Kooperation mit Deloitte planen wir einen exklusiven Event, reguläre Monitoring in BPM, am 17. September 2019 in München. Und im Rahmen der Abendveranstaltung erwarten Sie spannende Vorträge und Praxisbeispiele sowie umfangreiches Networking. Bei Interesse melden Sie sich bitte jetzt für den Event und wir freuen uns auf Sie. Und wir wünschen Ihnen so einen schönen Tag.